Woche habe ich ja noch gesagt, der Traum lebt und heute wird der Traum wirklich Realität. Wir stehen im Champions League Finale und ich war das ganze Spiel, den ganzen Tag schon darüber sehr angespannt, die Stimmung bei mir. Und ich werde jetzt auch gar nicht reingehen in die Analyse. Ich meine, ich weiß, viele kritisieren die Auswechslung, viele kritisieren eben auch das Ganze, aber versteht nochmal, geht nochmal in euch, versteht ihr überhaupt, was heute passiert ist? Borussia Dortmund hat das Größte geschafft im Vereinsfußball und zwar ist in die ist ins Champions League Finale eingezogen, 11 Jahre nachdem man das letzte Mal dort war. Es ist das dritte Champions, es ist der dritte Champions League Einzug überhaupt in der Vereinsgeschichte. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Es versuchen so viele Unternehmen, so viele Milliarden, Oligarchen und jedes Mal, zum Beispiel immer Paris Saint-Germain und jedes Mal scheitern sie ins Champions League Finale einzuziehen oder im Beispiel 2020. Da haben sie im Finale gegen Bayern München verloren. Und es ist mir völlig egal, wer der Gegner morgen ist. Es ist einfach für mich eben, nachdem wir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel einstecken mussten, nachdem wir letztes Jahr die Beinahe-Meisterschaft hatten, wo wir gegen Mainz eben aus irgendwelchen Gründen eben nicht gewonnen haben und die Meisterschaft dann am letzten Spieltag verspielt haben, nachdem wir in den letzten Jahren oft eben auch in Situationen beschissen wurden. Und natürlich haben wir am Ende Glück. 180 Minuten dann hochgerechnet, kann man natürlich sagen, Paris hatte die besseren Statistiken. Und das stimmt natürlich eben auch. Sie haben ihre Chancen gehabt, aber mannschaftlich geschlossen standen wir. Wir haben 180 Minuten lang gekämpft und das ist dann eben auch das Entscheidende. Mats Hummels machte natürlich überragend rein, nachdem eigentlich Sarri Emery eigentlich den Ball reinmachen musste. Und wer weiß, was alles hätte passieren können im Spiel. Aber es ist nicht passiert. Heute können wir mit Stolz sagen, wir stehen im Champions League Finale und es ist mir völlig scheißegal, wer der Gegner ist. Es ist mir auch völlig scheißegal, was in den letzten Jahren passiert ist. Es ist mir wirklich vollkommen egal. Wir stehen im Champions League Finale. Das ist das Größte. Es ist das Größte, was man im Vereinsfußball erreichen kann in Europa oder auf der ganzen Welt gesehen. Es ist einfach, ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass man wirklich im Champions League Finale steht. Ich war ja, ich will ja gar nicht in diese Schiene gehen mit dem, ich war einer der wenigen, der wirklich an den Champions League Sieg oder ans Finale, in die Finalteilnahme geglaubt hat, aber es ist wirklich geisteskrank. Ich kann es nicht in Worte fassen. Und ja, wenn ich irgendwie Lust habe, das ganze Spiel zu analysieren, aber einmal übersteigt bei mir einfach die Freude. Ich bin einfach so verdammt glücklich, dass wir es wirklich geschafft haben. Wir stehen im Champions League Finale. Ich glaube, viele werden es erst ein paar Tage später realisieren, dass wir wirklich im Champions League Finale stehen. Viele werden jetzt trotzdem das Haar in der Suppe suchen. Könnt ihr ruhig machen, es ist mir wirklich völlig egal. Wir stehen im Champions League Finale. Das Finale ist am 1. Juni. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Das ist einfach geisteskrank. Mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich an diese Bilder denke. Ich habe schon auf meinem Handy einzelne Szenen gesehen von den Spielern, wie die sich gefreut haben in der Kabine. Also, warum nicht? Jetzt, warum sollte man dann am 1. Juni irgendwie nicht voller Vorfreude in das Spiel gehen? Warum sollte man nicht eben, nachdem man in den letzten Jahren so oft eben auf die Fresse bekommen hat, vielleicht wird es dann eben auch so dieses ausgleichende Gerechtigkeit. Deswegen kann man natürlich sagen, wir haben am Ende glücklich, aber es ist halt einfach so. Es muss sehr viel Glück natürlich eben auch dazu. Es gehört natürlich dann eben auch dazu. Und ja, wir stehen völlig verdient im Champions League-Finale. Und sollte es eine spätere Analyse geben, ich glaube, ich werde das Titel auch nicht Analyse nennen. Ich werde es einfach sagen. Ich bin einfach total überglücklich. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das bedeutet mir sehr viel, weil, egal. Dazu auch alles irgendwann separat. Falls ihr eine richtige Analyse sehen wollt, schreibt mir das gerne unter den Kommentaren. Aber sonst möchte ich mich gar nicht mehr wirklich auf das Spiel befassen. Das ist halt einfach so emotional. Ich bin so geladen, ich kann mir einzelne Szenen anschauen, aber ich würde das Ganze nicht wirklich analysieren können. Das heißt, es tut mir auf jeden Fall leid. Es wird wahrscheinlich auch beim Champions League-Finale der Fall sein, was natürlich dann eben auch hoffentlich auch positiv ausgehen wird. Aber das entschuldigt einiges, was in den letzten Jahren in Brüche gegangen ist. Und ich bin einfach nur verdammt glücklich, dass wir jetzt dort stehen, wo alle großen Vereine gerne stehen möchten im Champions League Finale. Und auch mal kurz zur Erinnerung, City und Paris Saint-Germain haben in den letzten 12 Jahren genauso viele Champions League Finalteilnahmen wie Borussia Dortmund. Also, ja, okay, nicht zusammengerechnet, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch keinen Überblick mehr. Es ist halt einfach so viel passiert. Es gab so viele Momente, wo man wirklich gezittert hat. Ich saß 90 Minuten lang einfach rigoros da und ich habe einfach alles auf mich geschehen lassen. Es war ein Befreiungsschlag, nachdem der Schiri das endlich abgepfiffen hat. Aber ja, dazu alles vielleicht in einem separaten Video. Aber falls ich dann irgendwann auf der Höhe bin. Aber ja, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos noch verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Euer Driakos.